Hallo Leute und willkommen hier wieder zurück zu einem neuen Video. Heute bin ich wieder in der Erlebniswelt Grusellabyrinth NRW und habe auch zwei Leute mitgebracht, nämlich den Alex und die Laura. Hallo! Na, schön, freut dich, dass du da bist. Es ist so ein tolles Wetter. Eigentlich sollten wir an den See gehen, ein bisschen Grillfleisch auf den Grill legen. Nein, das ist kein Spaß. Nein? Spaß ist, sich jetzt für zwei Stunden in den dunkelsten Raum aller Zeiten zu begeben und sich erschrecken zu lassen. Und dabei noch einen richtigen Schisshasen mitzunehmen. Ja. Nein. Also, das wird geil. Ja, wir sind gerade schon beim Reinkommen erschreckt worden, beziehungsweise sie ist gerade beim Reinkommen erschreckt worden. Glaube ich nicht. Jetzt die Nights hier. Aber hier laufen ganz viele Gruselgestalten rum. Ich bin ja zum ersten Mal hier. Ja. Ich auch, ja, ich auch. Und du? Aber sie doch schon. Ich war schon das ein oder andere Mal. Und wie findet ihr es so? Sind die Eingangshalle hier? Helmut! Lange haben wir uns nicht gesehen. Ja. Na, alles fit so? Ja? Die Knochen tun manchmal weh, oder? Ja, das glaube ich dir. Da gibt es ja ein bisschen vegane Milch hier irgendwo. Milch ist Gift, haben wir gelernt. Milch ist Gift, Milch ist Gift. So, wir stehen jetzt vor dem Eingang von der Hauptattraktion im Bann der Finsternis. Und ich bin sehr gespannt, jetzt gleich geht's los. Und das Coole ist, es ist das erste Mal, dass wir euch mit dieser Kamera mitnehmen dürfen und euch exklusiv Einblicke aus dem Bann der Finsternis euch zeigen dürfen. Ja. Ja. Das ist mega cool. Und die Laura, wie sie immer schreit. Ich liege mich daran, es gibt bald eine neue Attraktion hier. Und dazu haben wir auch ein Interview gedreht. Da haben wir ein Interview zu gedreht. Das gibt es ja auch schon auf meinem Kanal. Also wenn ihr euch das mal anschauen wollt, ja, guckt mal auf jeden Fall da rein. Und ich würde sagen, hier wird gleich 17.30 Uhr geschrieben. Das ist nämlich unsere Gruppe. Und dann müssen wir jetzt rein. Also. Auf geht's. Wir werden erstmal unsere Tickets kontrolliert. Ja, yeah, jetzt erstmal gucken, ob das Visum überhaupt gültig ist, was wir bekommen haben. Kriegen wir Asyl? Ja. Okay, 17.30 Uhr. Timo ist das kaputt und noch nicht das kaputt. Ja, sehr schön. Ich ist auch kaputt. Oh, und die Stiege bitte. 17.30 Uhr. Und kaputt. Hinein, Spezi, Freunde. Ich hab mich nur eingelassen. Ich halte meine Hand. Ja. Laura, tut mir leid, ich habe nur eine, die ich festhalten kann. Ist okay. Ja. Geh mal vor. Geh mal, wenn du schreist, ist es gruselig. Wandt sich der Herr Rosenthal dem Übersinnlichen zu. Die Wahrsagerin Madame Leopa half ihm, eine wundersame Maschine zu konstruieren, die ein Portal zur Traumwelt öffnen konnte. Liuba! Ja, Sie sind hier. Ja, auch der, der die ganze Zeit mit seinem Handy filmt, ja. Was? Ob Sie mutig sind? Warte, ich frag mal. Seid ihr mutig? Nein. Ja. Nee, war doch klar. Achso, das ist gar nicht so schlimm. Ach, Peter ist das Problem. Wer hätte das gedacht? Ja, ich verstehe. Ja, bekommst du. Tschüss. Ja. Ersten Raum schon. Und mindestens drei. Okay. Dass wir beide lebendig sein, ist doch kein Zufall. Sagt, wo findet ihr das verlorene Licht von Marie? Sagen wir nicht. Einer, doch. Raus mit der Sprache. Sag nicht. Ach Gott, wir brauchen es dringend. Niemand. Geht kaum verlangen, wenn ein Zettel auf uns wird. Was verlangt ihr? Genau, wenn ihr verlangt irgendwas, ich mache euch zu klein halt! Schreibt doch nicht so. Aber warte, 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 Es geht nicht, bleibt geht. Und Laura, wie ist es? Es geht noch. Aber ist echt cool. Also yeah. Sehen wir super authentisch. Yeah. Die machen cool das. Schon, aber oh, sehr cooles Licht. Ja. Das könnten wir immer hier gebrauchen. Ja. Stimmt. Es ist immer so dunkel. Man sieht nichts. Gar nichts. Gar nichts. Warum hast du mich denn nicht gesehen? Ich hatte direkt neben dir. Echt mal, Laura. Alles geht rein. Ihr habt nicht mehr viel Zeit.
genau das, worauf es im Leben ankommt. Sollten wir nicht aus der schönsten Erinnerung einen Funken der Freude aufkeimen lassen für ein wärmendes Licht der Zukunft? Sollten wir nicht nach vorne blicken und jeden Moment genießen, anstatt der Vergangenheit nachzutrauern? Und ist es nicht das Wichtigste, füreinander einzustehen und keinen unserer Liebsten in Einsamkeit und Finsternis zurückzulassen? Ja, so ist es. Und nun ist die Zeit des Abschieds, die Zeit für Sie, liebe Gäste, Ihre eigene Geschichte weiterzuschreiben. Und ob Sie dieser Geschichte träumen oder leben, wer weiß das schon. Aber in einem, da bin ich mir sicher, wenn Sie etwas träumen können, dann können Sie es auch leben. Vielen Dank, dass Sie heute an dem letzten Tag der Geschichte im Wanderfinsternis unsere Gäste waren. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Das war die Hauptattraktion. Ja. Und Laura? Ich habe es überlebt, also es war schon sehr krass. Und bei dir, Alex? Ja, es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich, es war viel schöner als gedacht. Es war zwar ein Horrorlabyrinth, aber es war wunderschön teilweise. Es ist ja kein Horrorlabyrinth, sondern es ist in dem Sinne ja eine Story, ein interaktives Theaterstück, wo man durchgeht. Und genau das habe ich auch erfahren, ja. Interaktives Theaterstück. Besonders die Ansprache am Schluss fand ich toll. Ja, die Ansprache am Schluss war wirklich, also da ging mein Herz ein bisschen auf. No joke. Das ist ja auch schade, weil das ja jetzt die letzte Vorstellung von Im Bann der Finsternis war. Wir durften sie noch erleben. Ja, wir durften. aber jetzt auch da. Aber ich muss sagen, sie war ein bisschen anders. Ich habe sie ja schon mehrmals gesehen, in verschiedenen Versionen. Und jetzt, man sagt halt so, ist immer so ein bisschen Spackentag, ne? Und dann ist es halt immer ein bisschen anders. Okay. Aber das ist ja nicht die einzige Attraktion, sondern es gibt ja auch noch den Schacht 13 und das Imaginarium. Und die dürfen wir uns natürlich jetzt auch angucken. Im Schacht 13, da sehen wir eigentlich nichts. Oder, also, da lohnt es sich halt eigentlich auch weniger wie in einer normalen Hauptattraktion irgendwie zu filmen. Dann sagen wir euch danach, wie es war. Genau. Ja, da würde ich mal sagen, gehen wir mal hin, oder? Ja. Auf geht's. Auf geht's. Das ist ab 16 jetzt? Ja. Laura? Okay. Okay. Also gerade war es noch für 8. Also ab. Ja, aber man durfte, wenn man unter 15 war, auch nur mit Erwachsenen. Ja, toll. Sehr vielversprechend. Jetzt geht's. Und mal schreiben wir nicht so, sonst habe ich die ganzen Hand auf dem Tinnitus. Du darfst keine anderen Gäste erschrecken. Das tut mir leid. Dass ich die neue Version gesehen habe. Ah. Weil beim letzten Mal war ich nämlich nicht da drin. Ne? Ja. Und ja? Also gut war es auf jeden Fall, aber sehr erschreckend. Und du, Alex? Ja, es war ganz schön gruselig. Ich musste ein bisschen mit mir selber reden zwischendurch, um keine Angst zu haben. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt können wir gleich noch irgendwie was essen gehen oder so. Ja, hier kann man auch selber was essen, ne? Ja. Vor Ort. Ja, klar. Und dann gehen wir gleich noch ins Imaginarium. Ja. Ja. Und was ist das? Das ist die Theatershow mit Igor. Igor, Mensch, hab und hier beginnt um 8 Uhr. Das Imaginarium. Hört sich gut an, oder? Geht's. Ja. So, warte auf! Herzlich willkommen im Imaginarium Theater von und mit Igor. Schon mal Engel. So! Schön, Igor. Ja! Freust du dich? Ich freu mich. Sag mal, hast du heute schon Sport gemacht? Ja. Nein, leider nicht. Na, dann. Super! Jetzt aber reingehen und nicht fummeln. Hey, Ling, wie geht's dir? Gut. Sehr gut, dann mal reinspazieren. Den Raum da. Ein,
Igor geht in Urlaub. Igor fliegt nämlich nach Tahiti. Mit Vivius. Boah, diese Kamera, diese Auflösung, super. Guck mal, wie Igor aussieht. Wow. Vivius, ja. Wie ist das nochmal, wo wir hinfliegen? Tahiti. Wie? Tahiti. Tahiti. Fliegen wir oder fahren wir? Wir schwimmen. Nein. Natürlich schwimmen das wir. Das ist doch nicht dein Ernst. Schwimmen wir. Aber Igor will machen mit dem und dem. Das macht. Wow, hast du das gesehen? Igor weiß nicht, wie man das stoppt, aber sie kann. Boah, sie so. Guck mal, wie das aussieht. Super! HD, könnte man sagen. HD? Was vielleicht auch Doppel-HD. Egal, wenn euch dieses Video gefallen hat, macht den Daumen nach oben, macht die Glocke, damit ihr immer Benachrichtigung von dem oder dem oder dem bekommt. Igor weiß nicht, wem dieser Kanal gehört. Aber ist egal. Hauptsache, ihr kriegt eine Benachrichtigung. Tschüssi! Tschüss! Warte, nochmal. Tschüss! Ja, das Wetter ist immer noch so wunderbar, obwohl krass, ne? wir haben eigentlich nicht viel Zeit jetzt hier im Gruselabyrinth verbracht, aber es war eine tolle Zeit. Es war eine wirklich tolle Zeit. Ja, es war richtig toll. Es war die Definition von Spaß. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, wirklich, ganz ehrlich, es war echt cool. Ja, die Hauptattraktion im Band der Finsternis, die letzte Show, zwar ein bisschen abgeändert, ne? Ja. Wahrscheinlich. Also, naja, also so den einen oder anderen Gag, ne? Ich sag jetzt mal nur der Butler mit der Pulle, ne? Ach, die ist zum Beispiel nicht, die ist sonst nicht so. Ah, okay. Oder Liuva hat natürlich einen Zauberstab und nicht so einen Besen. Okay. So, das sind die Veränderungen. Aber hat sie denn auch sonst auch die Hogwarts-Sprüche gebracht? Nein, auch nicht. Oh, nicht. Ah. Guck mal, Harry Potter-Merch. Du hast sofort alles erkannt, ne? Harry Potter, ja. Harry Potter ist ihr Leben. Ja. Schacht 13, ja, ich sag nur hier. Also wenn ich morgen heiser bin, hat das einen Grund. Aber es hat sich gelohnt dafür. Ja. Jedenfalls ist es gelohnt, ja. Und Igor vom Imaginarium war natürlich auch super. Richtig coole Show. Igor. Richtig coole Show. Ja, leider ist es ja jetzt schon vorbei im Bann der Finsternis, die schöne Show. Mhm. Wir wissen ja schon, dass jetzt bald Phantom Manticore kommt. Mhm. Eine sehr schöne, interessante Kriminalgeschichte. Ich bin da sehr gespannt, wie das wird. Ich auch. Und wir müssen aber noch ein bisschen warten. 13.07. ist die Premiere von diesem Stück. Und ich glaube aber, da sehen wir uns auf jeden Fall nochmal hier an der gleichen Stelle und gucken uns Phantom Manticore an, oder? Wenn Laura dabei ist, bin ich dabei. Einfach auf nur wegen dir. Dann wünsche ich euch natürlich jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend noch. Checkt mal hier die beiden aus. Ich packe die mal unten in die Videobeschreibung. Und dann sage ich bis auf bald, euer Knetisch. Ciao. Ciao.